Mugello Circuit. Cool. Oh, mit dem Auto könnte das sogar echt funktionieren, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Vor allem die lange Oh, ist das die... Habe ich nicht drauf geachtet. Die lange Version oder die Kurzversion? Chiquiloy, einen wunderschönen guten Abend. Nutella. Genau, da kommt Nutella her. Die haben den Reifenabrieb von der Rennstrecke abgekratzt und haben daraus einen Aufstrich gemacht. Daher die dunkle Farbe. Oh, bei Regen. Das ist wieder nicht so gut. Das ist nicht so gut. Auf den Geraden wirst du nicht viel sehen, weil die Wagen vor dir das stehende Wasser aufwirbeln. Versuch also Welche gar Wagen nicht vor erst mir? In den Schatten zu fahren. Bleib konzentriert. Die bleiben hinter mir, die Wagen. Lecker, genau. Aber guck mal, die kleinen Heckleuchten und die fetten Augen vorne, ne? Das sieht so schrecklich aus, wirklich. Guck mal, die Glubschaugen. Wie so richtig rausstehen vorne. Nee, mach zu, dann ist es ein schönes Auto. Und wie geht's dir, Schickelei? Alles in Ordnung? Ich habe vorhin fast dich und Toffel angeschrieben, wegen Helldiver heute. Aber dann war ich so beschäftigt und musste dann jetzt schnell eine Entscheidung treffen, was wir zocken. Und da ich immer noch nicht dazu gekommen bin, den Game Pass zu holen, machen wir Forza. Weil das ist halt meins. Meins. Bald Helldiver, genau. Können wir vielleicht Sonntag mal im Auge behalten. Ich habe den Kleinen am Wochenende. Das heißt, vor Sonntag wird das nichts. Aber wenn er mich nicht zu sehr auspowert, könnten wir das gerne mal ne? Oh, das ist aber rutschig hier. In Angriff nehmen. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu sterben. Nachdem wir Demokratie verteilt haben. Oh, wow, also die Reifen, die sind gar nichts. Klar, es sind Serienreifen. Aber, Junge. Ah, ist die Langversion. Okay. Das kann uns in die Karten spielen. Dadurch, dass wir eine bessere Beschleunigung haben als die anderen. Allerdings werden die auch besseren Grip in den Kurven haben. Was wir eh schon die ganze Zeit haben. Und bei Regen... Übel. Übel, sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand. Oh. Ja, die Bremse arbeitet dementsprechend auch nicht so. Dadurch, dass die Reifen keinen Grip haben. Oh. Das könnte spannend werden. Wieso ist eigentlich die Runde verbockt? Achso, ja, genau. Wir sind da aus der einen Kurve rausgerutscht. Aus Kurve Nummer 4. Aber Zeit trotzdem gar nicht so übel. Wow. Ah, ne, die Kurve war es. Kurve 2. Meine ich. Es könnte auch die hier gewesen sein. Ja,
Wir werden es erst erfahren, wenn wir ins VOD gucken oder auf YouTube. Gerne mal reingucken, abonnieren, liken, kommentieren, Glocke einschalten. Ich brauche Abonnenten und Watchtime. Schnell. Ja genau, war eine der S-Kurven, definitiv. Hast du auch schon Beverly Hills Cop geguckt, den neuen? Also ich noch nicht, aber Toffel hat ihn geguckt und ist sehr begeistert. Ich werde vielleicht morgen reingucken. Also 2 Stunden sind auch für mich sehr viel. Was der Grund ist, warum ich schon sehr, sehr lange keine Filme mehr gucke. Weil ich einfach einschlafe, egal in welche Uhrzeit ich die gucke. Ah, schaffst auch wenig Filme, ne? Ja. Ich erzähle immer gerne die Story, wie ich in Transformers 3 war, mit meiner damaligen Frau, im 3D-Kino. Und bin, keine Ahnung, innerhalb der ersten Viertelstunde, 20 Minuten eingeschlafen. Und der Film geht über 3 Stunden. Ich bin dann am Schlusskampf bin ich aufgewacht, weil es so laut war die ganze Zeit. Hab mich voll aufgeregt. Und das ist halt sehr, sehr ärgerlich, ne? Und das ist zu Hause nicht anders. So eine Serie wie The Boys jetzt aktuell wieder oder El Chapo, wo so eine Folge maximal 1 Stunde geht, das ist grenzwertig, das kriege ich hin. Allerdings gibt es dann auch so Tage, meistens einen Sonntag, wo ich keinen Bock habe auf irgendwas, wo ich dann halt auch mal eine ganze Staffel von irgendeiner Serie am Stück gucke, wo ich mir dann auch denke, da funktioniert's, aber einen Film zu gucken, der 2 Stunden geht, macht nur Probleme. Aber ja. Serien halten eben die Spannung und Filme haben immer das gleiche Konzept. Eine 1/2 Stunde Kennenlernphase von den ganzen Schauspielern. Dann ist ein Mann, der eine Frau kennenlernt, die sich dann entweder streiten oder er enttäuscht sie. Dann kommen 1 Stunde lang coole Story und Action und Peeping und bla bla bla. Und in der letzten 1/2 Stunde oder letzten 20 Minuten vielleicht kommt heraus, dass es ein Missverständnis war zwischen Mann und Frau und dann gibt es dann doch ein Happy End. Es ist immer der gleiche Aufbau. Und es wird halt irgendwann langweilig. Ich meine, ich gucke Filme schon immer. Also wirklich schon immer. Ich denke mal so, das erste, wo ich mich so wirklich dran erinnern kann. Also ich habe... Ich weiß nicht, ob ich da noch 4 war oder 5. Da habe ich Teile von Tanz der Teufel gesehen. Ne, hatte ich mich hinter der Couch versteckt, als Onkel und Tante auf mich aufpassen sollten. Das hat mir nicht gut getan im Nachhinein. Aber so der erste Film, wo ich mich so richtig dran erinnern kann, müsste Disneys Robin Hood gewesen sein. Was ein sehr cooler Film ist. Und bin dann auch mit 6 Jahren das erste Mal ins Kino. Und da komme ich manchmal durcheinander, welcher mein erster Kinofilm war. Weil ich glaube, die kamen im selben Jahr raus. Müsste man mal nachgoogeln.
aber es war entweder die Goonies, was so ein geiler Film ist, den ich bis heute immer noch gerne gucke, oder es war Zurück in die Zukunft 1. Einer von beiden war mein erster Film im Kino. Mega geil. Von die Goonies. Könnte mich kaputt lachen. Und die Spannung und was die Kids da erleben halt. Ach Gott. So gut einfach. So gut. König der Löwen. Was auch ein sehr geiler Film war. Der erste Disney-Film mit Computereffekten. Und der war mega gut. Auch wenn die Story geklaut ist. Aus China. Von Simba, der weiße Löwe. Und ist ja krass. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, aber Disney ist auf die Geschichte aufmerksam geworden. Also da gab es ja nicht nur die Zeichentrickserie, die ich als Kind geguckt habe, ne? Simba, der weiße Löwe, sondern das ist so eine ältere Saga. Und Disney ist darauf aufmerksam geworden, hat dann irgendwie das Studio, wo die Rechte nicht hergeben wollte, in den finanziellen Ruin getrieben, ne, dass sie dann bankrott gegangen sind und die Rechte dann sehr günstig an Disney abgegeben haben. Und dann hat Disney jeglichen Verkauf der Serie Simba der Weiße Löwe, sei es auf VHS, DVD, Blu-ray, also jegliches Bildmaterial, weltweit verboten. Ist das der Hammer? Selbst wenn du auf YouTube guckst, ne, da findest du kleine Schnipsel, aber ansonsten findest du nichts darüber, außer so ein YouTube-Kanal, der die Story dann erzählt, was Disney da getrieben hat. Und das war ja nicht nur mit Simba, das war ja mit vielen anderen Geschichten. Das ist echt krass. Also Disney selbst hat Mickey Mouse aufgebaut und Donald Duck und so ein Kram. Und alles andere irgendwie sind Geschichten, wo sie irgendjemanden abgemuxt haben. Abgemuxt, sagt man das so? Ja, ne? Und dann verändert haben. Und damit dann Kohle gemacht haben ohne Ende. Boah, das regnet immer mehr, ne? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, der Boden wird auch ein bisschen glitschiger. Boah, immer noch nicht die Bonuszeit erreicht. Aber krass, wie knapp. Ich meine, wir fahren auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich habe das jetzt noch nicht einmal geschafft auf dem Level. Aber so knapp war es auch noch nie. 5 Minuten bis zum Beginn des Rennens. Voll geil. Toffel, weißt du noch, was dein erster Kinofilm war? Finde ich ein interessantes Thema. Was ich auch gern geguckt habe in den 80ern. Ich weiß nicht genau, es müsste auf jeden Fall in dem Zeitraum zwischen 86 und 89 gewesen sein, weil wir da an einem bestimmten Ort gewohnt haben. War der Herr der Ringe Zeichentrickfilm, der so cool ist. Also der geht nur, ich glaube, 64 Minuten oder so. Und da fehlt auch unglaublich viel an Geschichte.
Aber das war halt mega geil. Weil das war halt gezeichnet alles, ne? Und die ganzen Orks und so, das waren echte Schauspieler, die dann da rum sind. Und da wurden einfach die... Boah, du Sack. Die Filmstreifen Bild für Bild übermalt, dass sie dann auch ausgesehen haben wie Zeichentrickfiguren. Aber die Animationen halt, dadurch, dass es echte Menschen waren, war der Hammer. Ja, da war ich so 7, 8 Jahre alt. Ich habe hier noch immer noch den Film. Ich habe den irgendwann mal gefunden. Und habe mir den dann organisiert. Und er ist viel schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber ja, mein erster Kontakt mit Herr der Ringe. Und ich fand Gollum damals schon cool. Ja, was gab es denn noch so für Filme? Ich meine, Serien gab es ja ohne Ende in den 80ern. Aber Filme? Achso, ja, Goonies 2, also inoffiziell Goonies 2. Wie hieß der denn? Wo die Jungs sich im Wald ein Raumschiff bauen, aus irgendwelchen alten Teilen, ne, Waschmaschinentrommel und so ein Kram. Und kriegen es gebacken, mit dem Ding abzuheben in den Weltraum und werden dann da von Aliens bemerkt und eingeladen auf den ihr Raumschiff. Und es ist sehr lustig. Voll die coolen Aliens. Auch Steven Spielberg. Aber fällt mir nicht ein, wie der hieß. Da habe ich letztens schon überlegt. Keinen blassen Schimmer. Aber Goonies, ne? Um nochmal drauf zurückzukommen. Die Schauspieler, wo da mitspielen, was aus denen geworden ist, ist ja so geil, ne? Ne, Mikey, der Hauptdarsteller, der mit seinem Asthma, Zahnspange und so, der in der Jeansjacke. Der wurde ja dann später zu Bilbo Bolton. Samwise Gamgee. Das ist der Schauspieler. Nur damals war er halt noch ein 10-jähriger Junge. Sehr geil. Und der ältere Bruder, dessen Namen. Warte mal. Du Michel. Passt, oder? Kurve. Kurva. Hast du mal was von Appalachian Anarchy gehört? Nee. Nee. Sind das so die Sons of Anarchy aus den Appalachen? Ja, der ältere Bruder, oder der alte, der große Bruder von Mikey. Wie heißt denn der Schauspieler? Der hat so eine Karriere gemacht. Das ist der Hammer. Banjo Metal. Oh, es gibt aber so viele geile, also Black Metal mit Banjo-Einflüssen und so. Du musst dir mal die Band Taake anhören. T-A-A-K-E. Das ist der Hammer. Das ist halt Black Metal, ne? Schnell und schön, ne, also nicht böser Black Metal, sondern schöner Black Metal. Und dann zwischendrin entweder ein Banjo oder irgendwelche so Country-Instrumente. So wie in jedem Lied ist irgendwas drin. So geil gemacht. So geil. Ist vielleicht so ähnlich. Ja, also bei Taake sind es halt nur einzelne Passagen, wo das mal vorkommt. Ich weiß es nicht, wie es da ist, aber
Oh, jetzt habe ich gerade. Kennst du Iron Horse, die Band? Das ist so. Boah. Also die covern Lieder. Zum Beispiel, ich glaube, zwei Alben, wo es nur um Metallica-Lieder geht. Aber das sind so wie man sich die Südstaaten vorstellt, wenn die dann in der Scheune so ein Fest haben. Ja, dann stehen sie da auch mit Banjo und Hemd und Hosenträger und einen Hut auf und da covern die Metallica-Lieder und auch viele andere. Ne? Aber die Metallica-Lieder, oh, so geil. Iron Horse. Unbedingt mal reinhören. Mega geil. Gibt's auch auf YouTube einige Musikvideos. Ist, glaube ich, noch besser, da reinzugucken, weil dann sieht man, was es für Menschen sind, wie die aussehen. Das ist total geil. Also, ich glaube, Enter Sandman war das erste, wo ich gehört habe von denen. Oder gesehen habe, auch auf YouTube. Und das ist dann auch wirklich in so einer Scheune und bla bla bla. Und es macht so einen Eindruck, als wäre das so eine Hochzeitsband, wo man sich einlädt, die dann einfach irgendwelche Musik machen. Ne? So Hinterwäldler, Country, Folk, keine Ahnung. Mit Genre kenne ich mich nicht so aus. Und dann spielen da auf einmal Coverversionen von solchen Hits. Das ist alles so geil. So geil. Lohnt sich echt mal da reinzuhören. Ist echt cool. Ich meine, ein ganzes Album kannst du nicht anhören, dann wird die anders. Wenn man so eine Musik halt nicht hört. Aber mal so durchseppen, mega geil. Macht voll Spaß. So. Vier Runden. Komm, wir gehen mal ein bisschen mehr Risiko ein. So. Könnte knapp werden. Da, siehst du? Die haben Nassreifen. Wie sagt man? Regenreifen, so heißt das. Auch der nicht, der aber oh, das bin ich. Ja, ich hab sie nicht, aber alle anderen, guck mal dahin, alle haben sie Regenreifen außer der Lambo. Aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Das macht's halt schwer. So. Auf geht's mit Getöse von hinten. Ne? Genau, mach zweimal die Scheinwerfer an. Sicher ist sicher. Schnell. Bisschen weggerutscht gerade. Alles klar, lurkt dir ein.
So. Gucken mal, ob wir das hinkriegen hier unter den Voraussetzungen, die wir haben. Die ja nicht gerade so rosig sind. Wir können nur hoffen, dass wir auf der starken Zielgeraden genug Meter machen, dass sie uns nicht kriegen. Weil ansonsten haben wir ein Problem. In die Kurven haben wir keine Chance. Da sind die viel schneller wie wir. Hoppala. Ja, wir haben es gerade auf Harkonnen gesehen. Da waren die schon schnell. Und jetzt haben wir Regen. Das heißt, die Straße ist nass. Wir haben immer noch die Straßenbereifung. Und die haben Regenreifen drauf. Also, was will man groß erwarten? Boah, bis der mal bremst, ne? Beziehungsweise er bremst er sofort, aber bis er dann mal verzögert. Zum Glück habe ich ABS, sonst würden wir einfach nur rausrutschen. Ich merke, an der Performance hat sich immer noch nichts getan. Ne? Ich sage ja, die haben das ganz schön kaputt gepatcht mit der merkwürdigen KI auf einmal und die gerade so erreichten 60 Frames, was vorher gar kein Problem war. Das macht jetzt alles ein bisschen Schwierigkeiten, aber es ist spielbar. Ne, also meckern auf hohem Niveau, sag ich mal. Grafik ist alles auf Ultra, also mehr geht einfach nicht mit Raytracing und Pipapo. Von daher kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Aber trotzdem lief es vorher besser. Vor dem Update. Oh nein! Frech ist er? Frech? Muss ich gleich überholen. Der wollte mich tatsächlich aus der Kurve kicken. Haha. Schön einfach, ne? Wunderschön. Ich meine, ja, durch die Updates wird es auch immer schöner. Also, Hut ab. Das haben wir von Anfang an gesagt, ne, dass es jetzt ein Basisspiel ist und kontinuierlich verbessert wird. Und das machen sie auch. Also die Optik wird immer besser, die Beleuchtung wird besser, die Schatten werden besser, die Spiegelungen werden besser, das Raytracing wird besser eingesetzt. Aber die Performance leidet etwas darunter. Nicht viel, aber etwas. Mal gucken, wie es beim nächsten Patch aussieht. Ich schätze mal, der nächste Patch kommt kurz nachdem der neue Nvidia-Treiber rausgekommen ist. Weil da können sie wieder weiter optimieren. Und dann bin ich mal gespannt, was sie dann machen. Oh, 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 oh. Ich krieg das auch mit dem Controller nicht so hin. Das Gas, so fein zu justieren, würde ich jetzt mal sagen.
Da wollte ich mich schon wieder rauskicken. Das ist nicht fair. Auch da wäre es wieder besser gewesen, am Lenkrad zu fahren. Aber gut. Das kommt auf jeden Fall auch wieder. Schön Lenkrad-Screens. Und da fangen wir, glaube ich, auch mal an, in der Multiplayer-Liga mitzufahren. Einfach mal, um zu gucken, wie es funktioniert, auf welchem Stand wir sind, wie wir mithalten können. Das interessiert mich nämlich sehr. Also ich bin mal... Boah. Ich glaube, Forza Motorsport 4 auf der 360 bin ich mal in der Forza Liga mitgefahren. Und ja, ich würde mal sagen, oberes Mittelfeld. Ja, also, wie viel waren damals auf der Strecke? Ich glaube 12. Und da dann Vierter zu werden, das war gut. Das war gut. Also das war, glaube ich, so das Beste, was ich mal hingekriegt habe. Mit dem Lenkrad. Aber zu der Zeit waren auch Leute unterwegs, ne? Die haben dann so viel Glitches ausgenutzt, wo du dann im Tuning irgendwelche Kombinationen eingestellt hast, ne? Sei es Übersetzung und bla bla bla. Und plötzlich haben die Autos 2000 PS gehabt und so. Das, klar, es hat in der Liga nicht funktioniert, aber wenn du so Multiplayer gespielt hast, ganz normal halt, da war das dann natürlich nicht schön. Ja, geil, das war die letzte Runde. Alter, auf dem Schwierigkeitsgrad mit dem Joypad und so einem abgefuckten Auto, da bin ich aber stolz. Super. Wir sind auf P1 gelandet. Genau. Krass. So, was kommt als nächstes? Bitte nicht Virginia. Bitte nicht Virginia. Das macht alles kaputt. Ach, gebt mir mehr von diesem Getränk.